Hi Leute, was geht? Thorsten von Call of Tragedy hier. Willkommen zum Behind-the-Scenes-Vlog. Wir sind hier in Seligenstadt im Flipper- und Arcade-Museum. Und der Verein war so großzügig und hat die Halle mal zur Verfügung gestellt, damit wir unser Video drehen können. Ja, und wir versuchen dem Video so einen Retro-Gaming-Vibe zu geben. Und da sind wir natürlich in der perfekten Location. Geht einfach so, du kannst eigentlich alles spielen. Wieder einfach so ins kalte Wasser geworfen, was so Aufbau angeht. Ein bisschen, ja, aber wir können gut improvisieren. Wir müssen so eine Linie festhalten, wo die maximal nach vorne gehen. Ja. Komm mal so ein bisschen nach vorne. Weiter? Ein bisschen, ja. Also, das ist jetzt nur dafür, damit wir wissen, dass es. Achso, nicht weiter als das. Genau, nicht weiter als das. Ja, erstmal Pullband auf jeden Fall. Wollen wir erstmal abgedreht haben, ein paar Einzelshots, einer wahrscheinlich da hinten in der Ecke und dann wollen wir auch nochmal Einzelshots mit dem GTA Euro Stuff in dem Kawaii-Raum machen, in dem Kawaii-Raum. Harry, vielleicht gleich versetzen, glaube ich. Okay, die Kamera läuft und Musik bitte! 1, 2. Was der Take? Wie war der? War schon gut. Also die Dinger hier schön leise. War angenehm. Okay. Aber es ist wie immer viel zu heiß. Egal okay. Was man macht. Alter, dieses Funhouse macht mich so wahnsinnig. Die Musik, ey. Funhouse. Jedes Mal, sobald der Track aufhört, geht dieses Funhouse wieder los. Aber hast du nicht mehr geguckt? Ja, ja. Okay. Ich hab's okay. Haben wir okay? Aber ich sehe auf den kleinen Bildschirm halt nicht viel. Okay. Meine Ohren sind da taub, Alter. Oh, jetzt doppelt so schnell. Dann doppelt so schnell. Perfekt. Achtung, ich renne manchmal ein bisschen schnell, ja? Bescheuert. Wir nehmen jetzt gerade mit doppelten FPS auf, spielen den Song doppelt so schnell ab, damit wir es danach quasi auf dem Video halb so schnell haben können, aber die Schläge immer noch passen. Sollen wir noch einen machen? Ja, können wir gerne einfach nochmal machen. Und wenn ihr euch mal alte Linkin Park Videos anguckt, das ist ein Effekt, den haben die ganz oft gemacht. Das seht ihr, wenn die Lippenbewegungen fühlen sich so sehr schwer an, aber es ist alles synchron zur Musik. Die Ecke ist echt nochmal cooler. Also wenn das Video nicht genug abholt, dann ist es ja. Dann müssen sich die Jungs ausziehen. Dann geht es nicht anders. Das heißt Drums, also das volle Setup sind wir fertig, ja. Oder? Ganz. Ja, schaut so aus. Sieh, ne? Ah, cool. Okay, krass. Ja, sieht schon sick aus. Nice, cool. Ich freue mich wieder so mega auf das Ergebnis, ey. Ich glaube, ich gebe dir auch mehr so Lead-Gitars jetzt. Nee, ich zock gut weiter. Aber dann ist davor hier so, ne? Ja, ja, also ich werde auch das Ding in der Hand haben und so das eine Lick zocken und so. Ah, okay. Sehr schön. Dick sind wir hier.
nicht auch die Original-Sticks verwenden. Ja, die sind ja von Guitar Hero. Band Hero. Steht drauf. Nice, ja. Du bist hier, alles auf. Einfach Play drücken? Ja, genau. Auf dem Fernseher dahinter manchmal läuft, weil jetzt eben war da halt, also jetzt gerade immer noch halt eine, die halt singt, so J-Pop, und die hat dann noch die ganze Finger gewackelt, das war genau im Takt. Lass es nochmal machen, das war ein bisschen aufhören. Thorsten und Daniel, guck mal zusammen, steht mal auf, Thorsten, Daniel, und guck mal bei Harvey über die Schulter jeweils. Ja, genau, genau. Okay, und das Gleiche ist auf der anderen Seite, nur dass Dorfmann zocken muss. Ja. Vielleicht soll das Intro zum Video einfach, wie das eingelegt wird in die SNES. Da geht's los. Du wirst ja extra hier drauf gedruckt. Ah nee, wir nehmen doch lieber das. Ah. Ich glaube, wir müssen es echt schnell cutten. So, okay, wir drehen jetzt das Intro zum Video. Ja, wir haben unsere alte Super Nintendo ausgegraben und ich habe hier drei Spiele vorbereitet, drei Fake-Spiele. Und der Witz des Ganzen ist, dass wir uns zusammen für das Spiel Call of Tragedy Timeless entscheiden, was ich auch extra hier draufgeklebt habe auf ein Spiel. Und ja, und dann geht der Song los. Also, das ist eigentlich müssen wir... Ja. Den Drake Meme. Ja. Wir darf noch eine Sache sagen. Kannst du bitte vorher einmal reinpusten und dann reinstecken? Ich glaube, das hat was. Ja, ja, ja. Ah, weiß nicht. Ja, ja, Mann, Alter, das ist der Shit. Okay, und jetzt mache ich einmal noch über die Schulter das Wechseln. Ja. Ich habe jetzt immer mit Half-Life angefangen. Ja, das sieht man ja nicht so. Weil ich meine, GTA ist zumindest angekündigt. Und dann versteht und dann ist halt so, oh mein Gott. Ja, okay.